Mein Name ist Gerhard Glöckl. Heute präsentiere ich Ihnen den Blaufränkisch-Deutschkreuz 2018 vom Weingut Silvia Heinrich aus Deutschkreuz. Die Trauben für diesen Wein wachsen großteils im alten Weingebirge in Deutschkreuz. Der Name Deutschkreuz weist aber darauf hin, dass auch einige Chargen aus anderen Rieden kommen. Die Weingärten von Deutschkreuz profitieren vom milden Klima des Neusiedlersees. Das Alter der Rebstöcke liegt zwischen 20 und 30 Jahren. Die Trauben gedeihen auf tiefgründigen Deutschkreuzer Lehmböden mit hohem Kalkanteil. Der Boden gibt dem Blaufränkisch seine intensive Frucht und mineralische Würze. Selektiv gelesen wurde Mitte Oktober von vorwiegend ungarischen Lesehelfern. Der Ertrag lag bei ca. 60 Hektoliter pro Hektar. Der Blaufränkisch Deutschkreuz 2018 hat 13% Alkohol, 5 Gramm pro Liter Säure und 1,4 Gramm pro Liter Restzucker. Die kontrollierte Maischegärung wird mit natürlicher Spontanhefe im Edelstahltank durchgeführt und dauert 10 Tage. Anschließend erfolgt der biologische Säureabbau in großen Eichenfässern. Dann reift der Wein je 6 Monate im Stahltank und im großen Eichenfass. Die Füllung erfolgte im Jänner 2020. Wenn Sie diesen fruchtigen Wein demnächst trinken wollen, sollten Sie ihn 1 bis 2 Stunden vorher dekantieren. Dieser Blaufränkisch passt hervorragend zu italienischer Pasta, Wildgerichten und verschiedenen Fleischspeisen. Der Wein ist klar mit einem glänzenden Rubingranat und in der Jugend mit violettem Glanz. In der Nase intensiv fruchtig nach Kirschen und Zwetschgen sowie einer dezenten mineralischen Würze. Am Gaumen setzt sich der fruchtige Eindruck fort. Neben den Kirschen und Zwetschgen überzeugt eine samtig-würzige Note am Gaumen. Eine harmonische Säure und angenehme Tannine zeigt dieser typische trinkanimierende Blaufränkisch aus dem Mittelburgenland. Ein gebietstypischer, animierender Blaufränkisch, der schon in seiner Jugend Trinkfreude bereitet.